Ja, warum sich das hier erledigt hat. Seht ihr im Video. Viel Spaß. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video hier. Ich habe mir das Ziel gesetzt. Ich will mir dieses Jahr eine Luxusuhr beschaffen, und zwar eine Rolex. So, und passend zu diesem Video kann man es hier im Hintergrund schon erkennen. Da hängt sie. Da hängt die Rolex Datejust. Ein visualisiertes Abbild oder ein Visualisierungsabbild meiner Uhr. Ein bisschen Zeit ist vergangen seit Anfang des Jahres, seit ich das erste Mal offen kundgetan habe, dass ich so eine Uhr haben möchte. Heute ist der, gut, dass hier kein Datum draufsteht, der 29. April. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in die Innenstadt, kurz Geld besorgen. Everybody be cool, this is a robbery! Und dann geht's in den Uhren-Shop-Laden meines Vertrauens. Und dann ist es endlich soweit. Also, ich würde sagen, let's go! Vielleicht noch kurz, ehe das losgeht, ein bisschen Hintergrundinfos. Also, ich habe mir ja diesen Entschluss gefasst. Ich habe ja auch 2, 3 Videos darüber gemacht, über das Thema Rolex, was für eine Uhr, Phänomen Rolex, etc. pp. Und habe die letzten Monate sehr, sehr diszipliniert und motiviert darauf hingespart. Ja, jetzt konnte ich es mir halt realisieren. Ich wollte ja eine Uhr aus meinem Geburtsjahr, aus dem Jahr 1987 haben und habe jetzt diese Woche, die hatte ich schon vor 2, 3 Wochen mal entdeckt und da war es aber noch nicht so weit mit dem Geld. Und ich habe jetzt einfach gestern oder vorgestern mal spontan wieder reingeguckt und geguckt, ob sie noch da ist. Und die Uhr ist noch da. Also eine Rolex Datejust aus dem Jahre 1987. Und gestern habe ich sie mir schon angeguckt und mich quasi entschieden. Und ja, jetzt geht's los. Und ihr seid quasi dabei. This is a Chucky Beat Production. So, Uhrwerk 31 ist der Laden hier mitten in Eppendorf, am Eppendorfer Baum. Und wie gesagt, ich war gestern schon einmal hier, habe mir die Uhr schon mal angeschaut, habe vorhin noch einmal kurz angerufen. Und jetzt gehen wir da einfach mal direkt rein. Natürlich, selbstverständlich, gemäß den Richtlinien, mit einer Maske. Und schauen wir mal, was wir noch so aufnehmen können, ne? Jetzt bin ich an der Datumschnellverstellung in der Zone 2. Siehst du das? Ja. Das ist die zweite, wenn du die. Aber wenn sie noch weiter draußen ist, quasi. Genau, Stellung 2. Mhm. Da hast du, das nennt man, das ist die sogenannte Quickset. Mhm. Die Datumschnellverstellung. Ja. Siehst du, kann ich das Datum verstellen? Siehst du das schnell, damit du nicht permanent nicht die komplett einmal hast, drehen, ne? Musst. Ja, ja. Genau, die Reise nach Jerusalem. Ja, ja. Heute ist der 29. Ne? Ja. So, stell ich die jetzt auch schon gleich mal ein. Schau mal. Jetzt wieder ganz ran drücken, so lange bis Krone und Tubus wieder praktisch die Krone richtig auf den Tubus drehen. Mhm. Wie spät ist es denn? Ja, Viertel nach. Übrigens, eine Sache noch. Bleibt unbedingt sogar bis nach dem Intro dran, weil da gibt es eine Besonderheit zu dem ganzen Thema des Videos. Puh, das war. Da ist mir kurz mal das Herz stehen geblieben. Also, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ja, Freunde, da ist sie. Überraschenderweise schneller als gedacht. Das ist meine erste eigene Rolex. Weird Flex, Bro. Die Szenen eben im Laden waren so ein bisschen in Anführungszeichen hektisch und so viel konnten wir da auch nicht filmen, weil ich habe das ja gesagt, das ist ein kleiner Laden in Eppendorf und der hat immer super viel zu tun, die haben immer super viel Kundschaft und die dürfen ja momentan immer nur, man darf ja immer momentan nur halt
also eine Person oder zwei Personen halt in den Laden. Und da standen schon eine ganze Menge Leute draußen vor der Tür. Und deswegen haben wir jetzt nicht so ewig lange und ewig viel da drin gefilmt. Gab jetzt auch keine Zeremonie und Übergabe, sondern es wurde ganz, ganz einfach gehalten, sage ich mal. Und demnach sind wir da auch relativ schnell raus und wieder weg. Und dann fing es auch noch an zu regnen, weswegen wir jetzt auch nicht mehr irgendwo draußen, keine Ahnung, anstoßen konnten, ja. Oder irgendwie noch was dazu erzählen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ab nach Hause. Und jetzt werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich zeige es dir nochmal. Eine Rolex Datejust in 36 mm Größe aus dem Jahr, wie ich es mir gewünscht habe, 1987, also aus meinem Geburtsjahr. Und ja, ich habe schon sehr, sehr lange davon geträumt. Ich habe sehr lange darauf hingearbeitet, fleißig daraufhin gespart. Und heute habe ich mir den Wunsch und den Traum endlich erfüllt und habe sie mir gegönnt. Damit geht tatsächlich ein kleiner Traum in Erfüllung. Wie gesagt, seit einigen Jahren spukte das immer schon so in meinem Kopf und für mich steht das einfach dafür, dass man ja, sich etwas erarbeitet und lange auf etwas hinarbeitet und sich dann auch definitiv belohnen darf. Generell ist es ja so, bei solchen Uhren, habe ich ja schon in dem einen Video auch gesagt, das Geld ist so gesehen nicht weg, sondern es ist gut angelegt. Die Uhr wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich an Wert verlieren, sondern vielleicht eher noch steigen oder einfach den Wert beibehalten. Womit wir auch beim Preis von dem guten Stück wären. Ich gehe damit offen um und transparent, weil ich es auch, ja, also erstens kann es eh jeder nach googeln oder gucken auf Chrono24 oder sonst wo. Und ich wollte ja auch eh in dieser Videoreihe offen damit umgehen. Das gute Stück hat 3.650 Euro gekostet. Ist in meinen Augen so, ich habe den Markt relativ lange sondiert und mir angeschaut und auch Rücksprache gehalten und so. Und ist auch ein absolut fairer Preis für das gute Stück. Und ausschlaggebend war für mich am Ende dann auch tatsächlich Uhrwerk 31, beziehungsweise der gute Mann, der mich da beraten hat. Super nett, super kompetent, super aufgeschlossen. Und der hat das auch richtig gefühlt, so der lebt Uhren, das merkt man richtig und der hat sich auch richtig mitgefreut und als ich reinkam, hat er schon so, man sah das auch durch die Maske, sage ich mal, so dieses Leuchten in den Augen und dieses Grinsen, sagt er, na, bist aufgeregt. Und von daher, ich hatte einfach ein richtig gutes Gefühl bei der Sache und ich hatte die Uhr vor zwei Wochen schon einmal gesehen im Online-Shop, da war das aber eben mit dem Geld noch nicht so ganz stimmig und ich habe dann jetzt gestern nochmal reingeguckt und da war sie immer noch verfügbar und dann bin ich halt gestern gleich hin, habe sie mir angeguckt und ja, die Entscheidung war schon gefallen. Und ja, es ist jetzt so. Ich habe das gute Stück und damit hat diese ganz kleine Videoreihe quasi sozusagen ihr Ende gefunden. Wenn ihr aus Hamburg kommt oder auch nicht aus Hamburg kommt und euch für eine Uhr in diese Richtung interessiert, dann guckt auf jeden Fall bei Uhrwerk 31 vorbei. Ich habe die Jungs unten in der Beschreibung verlinkt. Sehr, sehr nett, sehr, sehr kompetent, sehr, sehr freundlich. Und ja, wenn ihr Fragen zur Uhr habt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen anderen Themen habt, schreibt es auf jeden Fall rein. Ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ich mach's jetzt mit der Hand. Peace. Ja, Freunde, kleiner Nachtrag zur Uhr. Heute ist Donnerstag, ein Tag, nachdem ich mir die Uhr abgeholt habe. Und vorhin ist sie stehen geblieben. Ich habe mich zur Mittagspause gesetzt und Franzi hat gesagt, wie spät ist es? So, auf Joke. Und ich gucke auf und die Uhr steht. Da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht und Augenblick stehen geblieben. Ich habe sie dann aufgezogen, beziehungsweise ich habe dann geguckt, dass ich sie stelle, dass ich sie aufziehe. Und dann ist sie aber nicht weitergelaufen. So, und da habe ich natürlich erstmal kurz Panik gekriegt, habe bei Uhrwerk 31 angerufen, da bin ich jetzt gerade, beziehungsweise war ich da gerade. Und bin jetzt heute nach der Arbeit direkt hingefahren und ja, Ergebnis ist, dass die Aufzugsfeder, also wir haben die Uhr gestern schon aufgezogen, und die Uhr ist ja 33 Jahre alt, habe ich ja gesagt. Und die Aufzugsfeder im Inneren ist gerissen. Oder, ja, gerissen. So, und das ist halt eine große Feder, die wird ganz klein gemacht, auf ganz kleinem Raum. Er hat mir das gezeigt. Ich hatte die Kamera nicht dabei, so, deswegen habe ich da nichts gefilmt. Er hat mir das gezeigt, ganz große Feder, ganz klein, ja, und dann ist die halt in so einem ganz kleinen Gehäuse drin. Und ja, man kann natürlich immer nur augenscheinlich draufschauen, sage ich mal, aber nicht ins Material rein so. Und dann kann man natürlich nicht wissen, wie sich so ein Material nach 33 Jahren verhält. Und ja, das hat jetzt einfach den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich, ich vermute, die lag eine Zeit lang, war sie still. Und dann war vielleicht gestern das Aufziehen für sie zu viel.
So, war auch seine Theorie jetzt. Aber das Wichtigste, ja, ich komme da rein, ich sag ihm, was los ist. Er sagt, bleib ganz entspannt, wir gucken uns das an, wir kriegen das hin. Und 10 Minuten, Viertelstunde später bin ich wieder raus. Uhr läuft wieder, alles perfekt. Das ist wirklich 1A Kundenservice, ja. Und da geht man mit einem guten Gefühl rein, da kommt man mit einem guten Gefühl raus. Und das ist auch der Grund, warum ich da hingegangen bin und jetzt noch mehr bestätigt bin, die richtige Wahl oder die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Also in diesem Sinne, besten Dank nochmal an Uhrwerk 31. Kleiner Nachtrag hier in diesem Video. Und ich sage einfach nochmal besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.